Wir sind zurück in unserem schönen Gefängnis in der Mission Palermo bei Prison Architect. Palermo, weil so der Mafia-Boss heißt, beziehungsweise die Mafia-Familie, und hier ist richtig die Kacke am Dampfen. Und damit nicht die Küche demnächst auch wieder dampft, oder die Kantine, wobei Küche darf ja dampfen, da wird schließlich gekocht, müssen wir hier Sprinklersysteme installieren. Mache ich direkt. Und zwar, wie macht man das? Capacitive Power Station, Pipe, bla bla bla, weiß ich nicht. Install a couple of Sprinklers, wie macht man das denn? Wieso? Connect the kitchen. Large Pipes, ja, schon klar, aber ich wüsste gern, wie man... Objects? Da sind die Sprinkler, ah, okay. Wie viel brauche ich denn davon? Ich weiß nicht so genau, wie viel die abdecken, ehrlich gesagt. Ich mache jetzt mal hier so ein paar. Ist wahrscheinlich viel zu viel, aber... Better safe than sorry. Sagt man ja so schön. Ach, das geht nicht, das ist eine Mauer. Na gut, dann wird es jetzt so reichen. Und in der Küche machen wir mal auch... Hier einfach noch ein paar. So. Jetzt müssen wir die irgendwie connecten, ne? Connect, connect, connect. Utility, small pipes. Ach du, da ist ja noch gar nichts, was connected werden kann. Jetzt müssen sie die erstmal noch anbauen. So, dann führen wir das doch jetzt mal hier rein. So, ich nehme an, dass die alle so mit Wasser verbunden sein müssen. Das scheint ganz gut so zu klappen. Und hier im, in der Küche machen wir dasselbe natürlich. So. Connect, connect, connect. Genau, in der Kantine sind wir schon fertig. Aber ich sicher ist sicher, ne? Mehr Sprinkleranlagen sind eine gute Sache. Was ist denn jetzt hier mit den Gefangenen? Oh, ist hier Revolte oder was? Haben die irgendwie alle Hunger? Kann das sein? Nee, die gehen zurück in ihre Zellen. Wie kann ich denn die Kantine irgendwie... Muss man die noch freigeben? Weil an sich dürfen die doch da jetzt schon essen, oder? Also, handle the food needs of your prisoners. Handle the recreation needs of your prisoners. Handle the environmental needs of your prisoners. Können ja mal, irgendwie hier ein bisschen was machen. Also erstmal mal hier ein paar Lampen hinbauen. Weil die sind ja alle hier, das sieht ja scheiße aus ohne Lampen. Da sieht man ja überhaupt nichts. Hier stehen noch Lampen überall. Hier noch ein paar. So, was gab's denn jetzt hier? Was konnte man denn machen, um da die Leute ein bisschen zufrieden zu stellen? Zum Beispiel kann man denen doch ein TV hinstellen. Erstmal kurz gucken, wer hier was braucht. Also die Jungs hier, die kriegen ja sowieso gar nichts. Also, warte mal, da will schon wieder der Chef was. Oh Gott, es gibt eine Leiche in der Dusche. Es gibt zwei Leichen. Gut, dass wir Kameras da haben. Ja, dann schauen wir uns doch mal das Polaroid an. Wo ist denn die Dusche? Showers? Shower? Da in denen nicht. Haben wir hier oben noch mehr Showers? Da sind Showers, aber da ist auch kein Polaroid. Hier. Ja, wahrscheinlich haben sich hier Nico und der Fette gegenseitig aufgelauert. Und Action gemacht. Ja, sieht ganz danach aus. Der arme Nico. Wobei, wenn zwei Leichen da liegen. Alone, perfect. Er ist allein. Super. Super. Den mache ich kalt. Hey Nico, hi. Du hast dir ganz schön Zeit gelassen. Hör auf mit dem Scheiß. Ich wusste nie, was meine Hurenschwester in dir gesehen hat. Das hier war ihre Idee.
War das ihre Idee mit Papa? Er sollte doch gar nicht verletzt werden. Ich liebte ihn wie meinen eigenen Vater. Ich bin es leid, dass diese Familie durch deine Dummheit kaputt geht. Das Feuer war für dich gedacht. Dann nimm das hier als Genugtuung für mich. Ich werde dir damit alles zurückzahlen. Wir wussten, dass du mich schon die ganze Zeit ausschalten wolltest, also bin ich jetzt nicht überrascht. Du warst schon immer ein schlauer Junge, Nico, aber sieh, wo es dich hingebracht hat. Keine Sorge, du wirst nichts fühlen. Ich hab dir gesagt, achte immer auf deinen Rücken. Hast du Frankie schon mal getroffen? Er ist wirklich mit der Klavierseite ein absolutes Supertalent. Jetzt muss aber noch ein zweiter sterben, oder? Weil ich meine, zwei Leichen. Also, wenn er fertig mit dir ist, denken die bestimmt, das ist Selbstmord gewesen. Hä? Aber hier sind Kameras. Oh. Haha. Wollte schon sagen, wo kommt die zweite Leiche her? Und warum ist da keine dritte Leiche? Tot, 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 tot. Okay, also Frankie und der Fette sind beide tot und Nico ist schwer verletzt. Na, das hat ja gut funktioniert. Der arme Frankie, ja, der hat nur einen Auftrag ausgeführt und jetzt hat er ein Messer im Hals. Das war nicht nett. Haha, fantastisch. Sieht so aus, als würde die Palermo-Familie langsam die Mitglieder ausgehen. Ich würde wetten, dass die Palermos die Drogen hier an jeden Insassen verkauft haben. Und seit dem Feuer zeigen viele Gefangene Zeichen von, wie heißt das? Entzug. Entzugserscheinung. Wir müssen alles durchsuchen, damit wir die ganzen Drogen hier rausbekommen. So, jetzt werden wir hier erstmal noch ein paar Wächter einstellen. Einfach, weil wir es können. Weil wir so viel Geld haben. So muss das sein. So. Handle the environmental needs. Na, guck mal, jetzt dürfen sie endlich mal wieder was essen. Das erste Mal seit dem Feuer gibt es wieder was zu essen. Alle rein in die Kantine, holen sich da ihr Futter ab. Jetzt wird aber mal richtig geschnabuliert. Och, haben die Hunger, haben die Hunger. Aber es gibt nicht genug Sitzplätze, da müssen einige im Stehen essen. Schon zu 60% die Essenswünsche erfüllt. 70, 80. Krass. Environmental Needs. Bringt das denn was, wenn ich hier Bäume pflanze? Ich pflanze mal ein paar Bäume. Vielleicht hilft das ja. Wir sind momentan bei 4%. Umwelt. Irgendwie pflanzt niemand Bäume. 7%. 8%. Ich habe doch gar nichts gemacht. Naja, gut. Wie durchsucht man denn? Muss ich das irgendwie machen? Aktiv? Muss ich jetzt hier wirklich irgendwie Zellen durchsuchen oder was? Oder machen das die Wachen von alleine? Weil ich habe ja die Aufgabe gar nicht. Search each cell block by clicking on a prisoner within that cell block. Then clicking search cell block. Ah, okay. Search cell block. So muss man das machen. Danke. Gut, dass mir das doch mal erklärt wurde. Nord. Muss man halt selbst rausfinden. So, jetzt durchsuchen sie da. Hier, Drogen. Drogen! Der wurde schon mal festgenommen hier. In jeder zweiten Zelle Drogen gefunden. Okay, das ist aber gut zu wissen. Das muss man halt hin und wieder mal machen, ne? Weil
Die können ja auch Waffen da verstecken und sonst was. Also auf der Positivseite ist nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Aber wir haben eindeutig Probleme mit Drogen hier im Gefängnis und Alkohol. Wir müssen ihnen helfen. Und zwar müssen ein Drogenbehandlungsprogramm in der Krankenstation starten. Die Ärzte dort werden eine Ersatzsubstanz für sie bereitstellen. Für die Alkoholiker müssen wir eine Gruppentherapie starten. Da gibt es leider nichts, keinen Ersatz zu Alkohol. Einen Gemeinschaftsraum, um so ein Programm zu machen. To start new programs, to go to the reports. Okay, also wir müssen so ein Programm starten. Ja, okay, also jetzt müssen wir erstmal so einen Gemeinschaftsraum bauen. Wo bauen wir den denn hin? Und vor allen Dingen, wie groß muss er denn sein? Und überhaupt, create a meeting place made up of 8 chairs, build a common room. Okay, dann bauen wir den mal. Und zwar hier vielleicht. So in etwa 11x11 Meter, das ist doch ganz gut. Dann machen wir den zu einem Common Room. Ach, es geht nicht, erst wenn er gebaut ist. Na gut. Objects. Machen wir eine Large Jail Door, weil es ist ja, da kommen ja Gefangene rein. Start curing the inmates drug addiction. Wo ist denn Planning, Emergencies, Lockdown, Report hier ganz hinten rechts. Total Staff und Programs hier unten. Behavioral, Kitchen Safety, Alcoholics Group. Das machen wir denn gleich. Hier, das starten wir. Was muss ich da machen? Irgendwie Timeslot oder was? Nein, in Queue. No Regime Timeslot. Ich weiß nicht so genau, wie ich das click on. Warum gehen denn diese Einblendungen immer sofort wieder weg? Mano! So, ich kann doch nicht so schnell lesen, Leute. Select the programs. You require at least 2 hours work time set in the regime to permit prisoners to attempt. Ach so, guck mal, jetzt muss ich hier im Regime. Ah, okay. Free time. Dann bauen wir das hier irgendwo ein. Also wir müssen den Tagesplan so umstellen. Drogenstunde ist doch gut, wenn das nachmittags ist, oder? Sleep, eat, free time, work. Aber wo... Nee, das ist nicht Lockup. Work, prisoner, run to prison, da da da. Ach genau, work. Es ist work, 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 work. So. Programs. No regime time slot. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich habe es doch gerade eingestellt. Ich habe doch hier 2 Stunden, habe ich doch jetzt freigeräumt. Von 4 bis 6. No room found. Aha. Ach so, Workshop Safety ist das ja auch. Ich will doch gar nicht Workshop Safety. Ich will das hier doch haben. Genau. Von 4 bis 5. Ja, genau. Passt. Passt, 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 passt. Genau, das können die dann da in der Zeit machen. Okay, läuft. Das haben wir. Build a common room haben wir auch. Dann können wir jetzt da draus einen common room machen, genau. Zack, also einen Gemeinschaftsraum. Dann schließen wir den noch an den Strom an. Haben wir hier irgendwo Strom in der Nähe? Hier. So, baut das mal. Create a meeting place mit up to 8 chairs. Okay.
So, dann machen wir einen Stuhlkreis, oder? Wie sich das gehört für so einen schönen Meeting Room. Ja, mit Selbsthilfegruppe. So. Cool. Baut den Kram mal noch fertig. Wieso dürfen die da jetzt nicht rein? Achso, müssen erst eine Wache muss erst aufschließen. Ich verstehe. Strom haben wir jetzt auch. Haben wir voll die Überbelegung? Kann das sein irgendwie? Wir haben eine 81er Kapazität und haben 100 Gefangene. Sieht man hier schon irgendwie, dass es so ein bisschen wild durcheinander geht hier alles. Ja, ist gefährlich. Alles ein bisschen gefährlich. Guck mal, was die hier an Speck braten. Da brat mir doch einer ein Schwein. Geil. Alles voll mit Speck. So, noch mehr Stühle, noch mehr Stühle. So, dann haben wir das alles. Bababab. Start a group therapy program for alcoholics. Machen wir. Oh, jetzt habe ich aus Versehen auf den Gefangenen geklickt. Wollte ich gar nicht. So, machen wir einfach mal. All rooms booked. Ja, gut. Kitchen, Carpenter, Behavioral Alcoholics. Start. Passt. Toll. Very good. We've made a real difference here. Wir haben echt eine Veränderung erreicht. Wir haben das Gefängnis wieder unter Kontrolle. Es ist natürlich völlig überbelegt, aber gut. Wir können hier bleiben und das Gefängnis weiter verbessern oder zum nächsten Gefängnis übertreten. Genau. Ja, ich würde sagen, wir wollen ja unser eigenes Gefängnis aufbauen, also muss ich mich jetzt hier nicht weiter mit dem beschäftigen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in der Story voran, ne? Würde ich sagen. Mal gucken, was jetzt noch passiert mit der Palermo-Familie. Am Ende ist doch der Alte noch am Leben und Nico stirbt. Kommt jetzt noch Töchterchen zu Besuch? Das süße Töchterlein. Die Frage ist, sie soll ja angeblich eiskalt sein. Was ist denn da jetzt Vitalia, genau? Also ihr Mann ist ja der Nico hier. Ist die Frage, was sie da jetzt genau für eine Beteiligung hatte an diesem ganzen Brandanschlag. Kack. Vater. Vitalia. Vitalia. Die killt jetzt den Alten. Nee, macht sie nicht. Hey, Süßer. Es tut mir leid, ich hab's versaut. Ganz ruhig. Die sagen, Papa wird nicht mehr eine Woche leben. Ich weiß, ich bin hergekommen, um mich zu verabschieden. Wir könnten einfach weggehen. Dieses verdammte Leben, das ist doch, hat uns alles genommen. Oh, das fände ich gut. Heul, heul, schluchz, schluchz. Aber ich kann nicht. Ich bin eine Palermo, Nico. Und wenn Papa weg ist, und du bist ja schließlich ein Außenstehender, dann an seinem Platz, das geht nicht. Unsere Feinde würden unsere Familie auslöschen. Das kann nicht passieren. Ich muss ihnen zeigen, dass stets ein Palermo auf dem Thron sitzt. Und deswegen tötet sie ihren eigenen Mann. Du bist also hier, um mich fertig zu machen. Nico, Nico, Nico. Du bist ja so oldschool. Nein, Süße. Ich werde mich von dir scheiden lassen. Tschüss. Was zur Hölle? Willst du mich verarschen? Wenn ich hier nicht ein Palermo bin, wenn ich die Familie nicht hinter mir habe, bin ich hier ein toter Mann. Ich weiß, Süßer. Aber das geht mich nichts mehr an. Wir sind ja schließlich geschieden. Ah. Ja, die Frau hat echt Ahnung. Man muss sich nicht immer gegenseitig umbringen. Scheiden ist auch gut. Ich hoffe, du kommst an einen besseren Ort, mein Papa. Papa. Papa.
Tschüss, Nico. War nett. War eine gute Ehe. Mach's gut. Auf Nimmerwiedersehen. Wer weiß, wird es ein Nimmerwiedersehen oder werden wir eine Überraschung erleben? All das erfahren wir in der weiteren Kampagne. Wahrscheinlich nicht. Also, so ein bisschen zusammenhängen scheinen ja die einzelnen Missionen. Aber nicht so krass, dass man sagen kann, wir erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Okay, es gibt einen Aufstand im Alchemico State Prison. Die Angestellten, die Wächter und so weiter haben sich zurückgezogen und warten jetzt auf militärischen Beistand. Der Company CEO Charles Wallace und weitere Mitarbeiter sind noch im Gefängnis. Einige hochrangige Richter wurden verurteilt oder verhaftet und eingesperrt und danach gab es dann einen Aufstand. Genau, die wollten härtere Gefängnisstrafen, die Richter. Nee, wollten sie nicht. Ich habe das falsch verstanden. Ich glaube, die waren bestechlich, also die haben sich bestechen lassen. Ringleader behind the outbreak, also dieser Douglas Benedict scheint der Aufstandsredelsführer zu sein. Um noch Benzin ins Feuer zu gießen. Genau, es gab wohl in der kriminellen Unterwelt eine Menge an hochrangigen Mördern. Zum Beispiel die Palermo-Familie letzten Monat. Bürgermeister Calvin Heller released a statement just a few moments ago. Genau, also wer hier die harte Hand gegen die Verbrecher kritisiert, der sieht doch bitte mal in das State Prison und schaut sich an, wie die Scheiße da am Kochen ist. Diese Männer, ja, die haben ja wohl Unterkunft und Essen und sie dürfen bezahlt arbeiten. Ist das nicht toll? Und jetzt gibt es ja auch noch einen Aufstand. Und so zahlen sie es den Steuerzahlern zurück. Genau, also wir, der neue Deputy, also der Wärterchef in diesem Fall, soll sich darum kümmern. Mal sehen, ob seine mangelnde Erfahrung, also meine mangelnde Erfahrung, hier alles den Bach runtergehen lässt. Ja, das sieht ja nicht so gut aus. Ich würde sagen, an dieser Stelle können wir mal ein Päuschen machen und in der nächsten Folge versuche ich mal diesen Aufstand niederzuschlagen. Und ich habe das Gefühl, dann haben wir auch schon langsam alles gelernt, was wir brauchen, um ein eigenes Gefängnis aufzubauen. Aber auf jeden Fall, wie man Aufstände niederschlägt, sollte ich noch herausfinden. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal mit Prison Break. Oh Gott. Ja, nächste Folge wird Prison Break mit Prison Architect. Tschüss.